Das Klinikum Südstadt Rostock feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum war Anlass für einen großen Tag der offenen Tür. Patienten und Besucher konnten sich in verschiedenen Abteilungen über Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten informieren. Zum umfangreichen Angebot gehörten auch Gesundheitschecks und Chirurgie zum Mitmachen. Man wird aufgeklärt, man kommt an die Ärzte mal ran. Ansonsten ist es ja gar nicht möglich. Und man kann wirklich die Fragen stellen, wenn man selbst was hat. Ja, ich bin größtenteils für die Kleine hier und versuche ihr ein bisschen was zu zeigen und zu erklären. Wir haben uns den Hubschrauber draußen schon angeguckt und die Fahrzeuge, die alten, ja. Und ansonsten haben wir auch mit den netten Schwester vorhin gesprochen, also hier von der Neonatologie. Ja, mal gucken, was noch so kommt, ne? Was man noch so lernen kann. Im Dezember 1962 war die Klinik als Bezirkskrankenhaus Rostock eröffnet worden. Heute werden hier 76.000 ambulante und stationäre Patienten betreut. Das Haus ist in kommunalem Besitz und macht einen jährlichen Gewinn von über 2 Millionen Euro. Derzeit wird daran gearbeitet, die Räumlichkeiten im Haus zu erweitern. Wir haben eine neue ITS gebaut, wir haben einen zusätzlichen OP-Saal gebaut und denken, dass wir durch räumliche Erweiterungen, wie zum Beispiel ein geplantes Ärztehaus, auch dem so ein bisschen nachkommen können und uns dann auch von den Kapazitäten her noch ein bisschen besser präsentieren können. Das Südstadtklinikum ist auch eines der großen Geburtenkliniken Deutschlands. Pro Jahr kommen hier etwa 3000 Kinder auf die Welt.